In der Schule muss man immer schön aufpassen. Oder ein Aal wird euch angreifen. Hey, deine Schwanzflosse nervt. Immer berührt die mich. Und nicht nur mich. Schön, ich mach sie kleiner. Entfernt zuerst den Kleber aus einem Klebestift und streu Glitzer darüber. Mischt es dann. Leg den Kleber zurück in die Tube. Stellt jetzt ein Meerjungfrauenschwanz aus Palettenstoff her. Und bringt einen Schlüsselbund an. Steckt dann den Klebestift hinein. Hey, schwimm hier rüber! Aber die Lehrerin ist wieder sauer auf die Meerjungfrauen. Es ist nur eine Tasche für meinen Klebestift. Die sieht doch toll aus, oder? Du liebst Flossen wohl sehr, oder? Hier hast du deine Schwanzflosse. Fräulein Burpool, passen Sie lieber auf. Ihr Stiftebecher sprang von einer Klippe und liegt im Ozean. Oh je. Wir helfen unserer Lehrerin. Wir kreieren einen außergewöhnlichen Stiftebecher. Soll es so beängstigend sein wie ein Meerestier? Es sollte so süß sein wie ein Goldfisch. Klebt ein Plastikkolben in ein rundes Aquarium. Verwendet ein Aquarium-Silikondichtmittel. Lasst es am besten einen Tag lang stehen. Legt auch Dekosachen in das Aquarium. Und füllt dann Wasser ein. Und setzt einen Fisch rein. Legt jetzt Schulsachen in den Plastikkolben. Hier bitte! Jetzt hat Miss Burpool ihr eigenes Aquarium. Mit Schulsachen auf ihrem Schreibtisch. Wow, wie toll ist das denn? Passen Sie aber auf, dass Sie es nicht auch noch runterschmeißen. Warum sind im Notizbuch von Muriel geheime Nachrichten? Das ist Ariels Schuld. Hey! Oh, ich dachte, es würde dir gefallen. Und ich habe kein Radiergummi mehr. Naja, nicht schlimm. Ariel wird dir einen super tollen Radiergummi geben. Zeichne zuerst eine Quallenvorlage auf ein Radiergummi. Und schneidet es mit einem Modelliermesser aus. Glättet dann die Kanten. Wir geben der Qualle auch süße Augen. Und fertig. Hier hast du ein Quallenradiergummi. Er wird dir helfen. Oh, Muriel radiert im Turbomodus meine tollen Sachen weg. Miss Burpool ist wohl müde. Wer sagt's denn? Jetzt können wir machen, was wir wollen. Oh, ich habe aus Versehen zwei Blätter in mein Notizbuch festgetackert. Muriel, weißt du, was ich da machen kann? Keine Ahnung. Aber mein Haustieraal weiß es. Molly, komm her! Sie hat einen Klammerentferner anstelle von Zähnen. Näht einen Aalkörper aus Samtstoff. Und stellt eine Flosse aus Organza-Stoff her. Füllt es dann mit Watte. Und näht die Lücken zusammen. Bringt auch Augen an. Befestigt einen Klammerentferner im Maul des Aals. Molly ist so süß! Hey, hab keine Angst! Sie wird dich nicht beißen. Sie interessiert sich nur für deine Heftklammern. Und der Aal isst sie alle auf. Danke, Molly. Du bist aber ein lieber, weicher Freund. Der Unterricht hat begonnen. Es ist Zeit, unseren Aufsatz aufzuschreiben. Ariel findet ihre neuen Bleistifte total cool. Aber Muriel hat keinen passenden Stift. Schau mal, ich kann Wellen mit meinem Stift machen. Ah, danke für den Tipp.
formt eine Tentakel aus Fimo. Bringt auch die Saugnäpfe aus Fimo an. Stellt auch die Hohlräume her und drückt die Saugnäpfe mit einer Stiftmine ein. Markiert auch eine Vertiefung für die Stiftspitze. Backt dann den Fimo kurz im Ofen und setzt eine Mine ein und klebt auch eine Stiftspitze an. Ja, sehr gute Idee. Ich mache mir Notizen mit meiner Tentakel. Und der Tentakelstift hat diesen Kampf gewonnen. Ariel ist eifersüchtig auf ihre Freundin. Die Lehrerin will auch einen biegsamen Stift. Ups. Was ist das für ein Geräusch? Die Meerjungfrau Ariel trainiert ihre Stimmbänder. Ui, das halten meine Ohren nicht durch. Furchtbar. Aber die böse Meerjungfrau hat eine Idee, die auf jeden Fall funktionieren wird. Sie hat einen Anhänger, der Ariels Stimme rauben wird. Bestreicht Muscheln mit goldener Acrylfarbe. Klebt dann einen Anspitzer ein. Und bringt auch eine Schnur an. Es ist wie im Märchen. Ariels Stimme geht in den Anhänger. Ha, ich werde dir alle Oktaven wegnehmen. Jede letzte Note. Ah, ist das schön ruhig. Nimm diesen Anspitzer und mach dich an die Arbeit. Eine gute Meerjungfrau hält ihren Schreibtisch immer sauber. Und der Schreibtisch der bösen Meerjungfrau sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Warum bist du so chaotisch? Das muss aufhören. Ariel wird in diesem unordentlichen Ozean aufräumen. Sie muss nur einen Muschelorganizer herstellen. Klebt zuerst eine große runde Muschel auf einen Kerzenhalter. Befestigt auch eine Kugel als Perle an der Muschel. Deckt dann die Innenseite mit weißem Kleber und Glitzer ab. Und bemalt die Außenseite der Muschel mit der Farbe des Kerzenhalters. Den Kerzenhalter und den Boden der Muschel könnt ihr mit glitzerndem Nagellack bestreichen. Verziert es noch mit künstlichen Korallen, kleinen Muscheln und einer Perle. Na los! Jetzt sind alle Sachen von Muriel in der Muschel und der Schreibtisch ist schön sauber. Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Sie mag das Geschenk. Sie hat noch nie so etwas geschenkt bekommen. Danke, Ariel. Oh nein, ich habe schon wieder Wasser verschüttet. Direkt auf dem Notizbuch von Muriel. Aber das Wasser verwandelt es in einen niedlichen Stachelrochen. Schneidet einen Stachelrochen mit einer Schablone aus einem alten Notizbuch aus. Klebt auch den Schwanz aus Pappe an. Befestigt den Stoff mit mehrfarbigen Pailletten am Notizbuch. Und bedeckt den Rücken mit glitzernder Pappe. Klebt auch ein Gummiband auf die hintere Abdeckung und steckt einen Bleistift hinein. Oh, es tut mir so leid. Aber es sieht so aus, als würde Muriel das neue Notizbuch total mögen. Dieser Stachelrochen ist so süß. Er hilft mir, Stress abzubauen. Es ist viel besser als ein normales Notizbuch. Ich nehme deine Entschuldigung an. Ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Ihr müsst nämlich eine Zeichnung zusammen machen. Muriel nimmt sofort einen Stift in die Hand. Was zeichnest du? Heilige Flosse! Was soll das denn sein? Das sieht ja aus. Ich korrigiere schnell diese Zeichnung mit dieser magischen Farbe. Bestreicht eine Holzunterlage mit weißem Leim und bestreut es mit Glitzer. Klebt kleine runde Behälter rein. Und gießt Acrylfarben hinein. Dekoriert jeden Deckel mit einem Glasstein.
Klebt auch Muscheln an die Ecken der Holzunterlage. Und legt einen Pinsel rein. Ich werde diese komische Zeichnung verschönern. Los geht's! Fertig! Jetzt sieht's viel besser aus. Und Fräulein Burpool ist glücklich. Ob es auch Muriel gefällt? Wie fandet ihr unsere Meerjungfrauen-Schulsachen? Schreibt uns, welche Schulsachen ihr selber herstellen würdet. Ein Aquariumstiftebecher, ein Tentakelstift oder ein Haustieraal. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.